Hallo, liebe Hungrige. Ein fruchtiger Käsekuchen mit einer leicht karamellisierten Mandelschicht steht heute auf dem Programm. Schmeckt wirklich lecker, sonst würde ich ihn euch ja nicht zeigen. Und da es Äpfel ja das ganze Jahr über gibt, steht dem, egal zu welcher Jahreszeit, nichts im Wege und wir brauchen dafür. Neben besagten Äpfeln, gern leicht säuerlich, Kekse für den Boden. Ich nehme Vollkorn-Butterkekse, ihr dürft aber auch andere nehmen. Wir brauchen Mandeln, gestiftelt oder auch Blättchen, Rohrohrzucker, ich nehme den braunen. Wir brauchen Eier, Butter und Quark. Zuerst geben wir mal die Kekse in einen Gefrier- oder ähnlichen Beutel, verschließen diesen und zerklopfen die Kekse dann. Am besten mit einer Teigrolle und gehen anschließend mit dieser darüber, bis die Kekse wirklich schön klein zerbröselt sind. Nun geben wir in eine Schüssel zur flüssigen Butter etwas vom Zucker und füllen dann die schon vorbereiteten Keksbrösel mit ein. Anschließend alles zu einer einheitlichen Masse vermengen. Ich nehme Teigschaber dafür, ein großer Löffel tut es aber auch. Wir brauchen nun eine Backform, optimal mit einem Durchmesser von 26 cm. Den Boden mit Backpapier auslegen und da hinein geben wir nun die vorbereitete Keksbröselmasse. Von Anfang an schon ein bisschen gleichmäßig verteilen, die Form dazu vielleicht auch so ein bisschen hin und her schütteln und dann die Bröselmasse als Boden andrücken. Und das könnt ihr natürlich mit den Händen machen. Sehr gut, eignet sich aber auch ein Glas dafür und ich mache das mal im Eiltempo. Die Form erstmal beiseite stellen. Wir kümmern uns nun erstmal um die Äpfel, denn diese werden geschält, entkernt und in schmale Spalten geschnitten. Und wir geben nun Zucker in eine Schüssel, schlagen die Eier dazu, Nummer 1 und Nummer 2 und verrühren dann beides zu einer cremigen Masse, am besten natürlich mit den Schneebesen des Rührgeräts und das Ganze auch bei hoher Geschwindigkeit. Die Masse ist am Anfang schaumig, wird dann cremig und auch etwas heller. Sind wir soweit, kommt nun auch der Quark mit dazu und wir rühren nun auch diesen mit ein. Haben wir dann eine homogene Quarkmasse, verteilen wir diese auf dem ja schon vorbereiteten Boden, von Anfang an ein bisschen gleichmäßig, ein bisschen glatt streichen, die Form so ein bisschen hin und her schütteln und schon ist die Oberfläche eben. Und darauf verteilen wir nun kreisförmig, am besten vom Rand her, die Apfelspalten und ich mache das mal mit erhöhtem Tempo. Nun brauchen wir die Mandeln, egal ob gestiftelt oder Blättchen, und diese verteilen wir nun einigermaßen gleichmäßig über die Apfelspalten. Nun brauchen wir den restlichen Zucker und streuen diesen eben, damit dann diese karamellisierte Schicht entsteht, über die Apfelspalten und Mandeln. Und das war's auch schon, ab damit in den Ofen. Und hier wird der Kuchen nun für 50 bis 55 Minuten gebacken, bei mir waren es am Ende 55, je nachdem wie gebräunt ihr ihn haben möchtet. Und so lecker sieht er dann aus. Den Kuchen in der Form abkühlen lassen, dann mal schnell mit dem Messer ringsherum und den Kuchen aus der Form befreien. Und dann können wir ihn servieren, schmeckt wirklich köstlich und auch schön fruchtig, ist geschmacklich wirklich eine leckere Kombination. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls ihr aber vielleicht doch lieber eine Eierschecke backen möchtet oder euch ganz anders ein wärmendes Süppchen kochen wollt, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.